Hallo und herzlich willkommen zur achten und letzten Etappe meiner Kambodscha-Radreise. Ich fahre heute nach Phulpet und überquere dort die Grenze nach Thailand. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 7:30 am 4. März 2024. Da drüben war mein Hotel für heute Nacht. Und ich fahre jetzt erstmal in die falsche Richtung, weil ich da gestern eine Bäckerei gesehen habe. Und da ist sie auch schon. So, das war ein guter Start in den Morgen. Jetzt geht's los. Es ist inzwischen 8 Uhr. Es sind jetzt noch 47 Kilometer bis zur thailändischen Grenze. Kann ich mir also Zeit lassen. Es ist eigentlich schade, dass das heute jetzt schon zu Ende gehen soll mit meiner Kambodscha-Radreise. Hat mir ganz gut gefallen hier. Sehr nette Leute, nicht zu viel Verkehr, gute Straßen, super Wetter, vielleicht ein Tacken zu heiß, aber ich mag es ja warm und ich bin froh, dass ich jetzt in dieser Zeit nicht in Deutschland bin, obwohl ja jetzt auch so langsam der Frühling beginnen müsste, aber das zieht sich ja immer so ewig bis Ende Mai. Und wenn im April nicht die Regenzeit beginnen würde, dann würde ich auch noch länger bleiben hier. Ganz toll fand ich, dass ganz viele Leute hier Englisch sprechen können. Man kann sich mit vielen richtig unterhalten. Und selbst die Marktfrauen und die Frauen an den Garküchen können ein paar Worte, sodass man sich mit ihnen verständigen kann, auch eben in der Bäckerei. Richtig toll. Es wird in Thailand wieder schwieriger. Aber dann kann ich ja Thai lernen. Hier sind die Mönche nicht ganz so orange wie in den anderen Ländern. Es ist Montagmorgen und die Leute sind beschäftigt. Worauf ich mich jetzt in Thailand nicht freue, ist der Linksverkehr und die Hunde. Mal sehen, wie die Situation so im Südosten ist, ob da auch so viele auf der Straße rumlaufen. Da drüben sieht man die Eisenbahnstrecke Phoi Phet Phnom Penh. Ja, die Straße geht hier geradeaus durch die Pampa, nicht zu sehen. Und ich habe auch leider ein bisschen Gegenwind, also ich komme nicht richtig voran, aber egal. Ich fahre jetzt einfach langsam. Anscheinend wird die Straße hier verbreitert. Und jetzt kann man noch mal die Bahnlinie ein bisschen besser sehen. Mit der Baustelle kommt jetzt leider auch Baustellenverkehr. Das sind ziemlich schwere, alte Lastwagen, die einen so richtig eindieseln, wenn sie halt langsam an einem vorbeifahren. Aber ich fürchte, das wird so schnell nicht aufhören. Die haben hier was vor. Es ist inzwischen 8:45. Ich bin im ersten Ort seit langem angekommen. Ja, die Geschäfte rechts der Straße sind vom Geschäft abgeschnitten und links stehen überall Lastwagen, die hier halten. Auf der Karte sieht es so aus, als wäre ich jetzt schon die Hälfte gefahren der Strecke bis Phoi Phet. Aber so langsam wie ich geradelt bin, kann das eigentlich noch nicht sein. Ich habe jetzt noch ungefähr 4 Dollar in Riel in der Tasche. Entweder gebe ich die jetzt noch aus oder ich tausche sie an der Grenze um, aber ausgeben ist besser. Man sieht jetzt auch wieder allerhand überfahrene Schlangen auf der Straße. Verschiedenste Spezies, die alle ziemlich giftig aussehen. Es scheint eine Hochzeit gewesen zu sein am Montagmorgen. Ja.
Ja, so kann man auch Werbung für sein Lautsprechergeschäft machen. Das den ganzen Tag, die armen Nachbarn. Es ist inzwischen 21:45 Uhr. Ich komme nach Beufeld rein. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ziemlich viele Lastwagen unterwegs hier. Ich weiß aber nicht, ob das Grenzverkehr oder lokaler Verkehr ist. Aber hier wird auch gebaut in der Stadt. Alles sehr staubig, alles sehr voll. Aber es ist ja jetzt auch die letzte Stadt in Kambodscha, hoffe ich. Also diese Lastwagen, die stoßen was aus. Ich bin jetzt schon ziemlich nah an der Grenze, ich würde aber gerne noch was essen. Vielleicht gibt es hier in den Seitenstraßen was vorne an der Hauptstraße. Wird alles aufgerissen. Ganz am Schluss der Kambodscha-Reise stehen hier nochmal Waschautomaten. Die hätte ich unterwegs mal gut gebrauchen können. Jetzt habe ich was zu essen bekommen und habe auch noch meinen allerletzten Riel ausgegeben und dann noch umgetauscht. Jetzt geht's zur Grenze und gucken, wie das läuft. Mal gucken, ob ich noch mehr Watt bekommen kann. So, ich habe einen ziemlich guten Kurs bekommen am letzten Schalter vor der Grenze. Da vorne ist sie, glaube ich. Und da packe ich jetzt die Kamera weg und melde mich dann aus Thailand wieder, falls ich rüberkomme. So, ich habe es nach Thailand geschafft. 1,5 Stunden hat es gedauert. Es waren ziemlich lange Schlangen. Kamen wohl busseweise die Leute aus Siem Reap und Angkor Wat. Ja, und jetzt bin ich wieder in Thailand. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an den Linksverkehr gewöhnen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht heute. So, ich muss jetzt erstmal aus diesem Trubel raus. Es ist inzwischen schon 1 Uhr. Ich habe mir eine SIM-Karte besorgt. Die ich hier in Phuket gekauft hatte, funktionierte nicht mehr. Hat nur ein Drittel von dem gekostet, was ich damals am Flughafen bezahlt habe. Ja, das ist Thailand. Ich fahre wieder auf einer wunderschönen Schnellstraße. Ich habe mich jetzt ein bisschen orientiert. Es ist inzwischen 1:15 Uhr und ich habe auf der Karte gesehen, dass die nächsten Hotels Richtung Süden, wo ich jetzt eigentlich hinfahren wollte, erst in 45 Kilometer Entfernung kommen. Ich bin ja jetzt schon 50 gefahren und das ist mir jetzt zu weit. Ich muss auch erstmal ein bisschen runterkommen und mich eingewöhnen. Deswegen will ich mir jetzt hier gleich in der Nähe der Grenze einen Bungalow nehmen. Es gibt eine Anlage, die ist buchbar, die liegt allerdings an der Hauptstraße und drumherum ist nichts. Deswegen gucke ich jetzt erstmal an der anderen. Die hat ganz gute Bewertungen und Familien geführt. Da schauen wir mal. Jetzt fahre ich mal von der Hauptstraße ab. Das ist hoffentlich ein bisschen ruhiger. Da werde ich auch schon gleich vom ersten Hund in Thailand begrüßt. Ja, da ist meine Kambodscha-Radreise plötzlich wieder vorbei. Die Tage fliegen dahin und ich bin wieder in Thailand. Schönste Blumen, aber leider keine Geranien. Mir hat es, wie gesagt, in Kambodscha recht gut gefallen. Und jetzt hier in Thailand scheint es gleich wieder heißer zu sein. Deswegen ist die Luftfeuchtigkeit höher. Ja, ich kann jetzt bis zum 2. April hier bleiben. Am 31. März geht mein Flug von Bangkok. Ich habe jetzt also sehr viel Zeit, um bis nach Süden an die Küste zu fahren und dann so langsam zurückzufahren. Ich hoffe, ich finde dann irgendwo einen schönen Strand, wo ich mal länger bleiben kann und mich mal von der ganzen langen Tour ausruhen kann. Das liegt hier jetzt absolut abseits der Strecke, die ich eigentlich fahren wollte. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz guter Punkt, um dann morgen zu starten. Jetzt müssen wir uns erstmal irgendwas Süßes kaufen. Oh, das könnte es sein. Noch jemanden finden. Wir hatten noch ein Zimmer für mich frei. Und so sieht's aus. Ganz einfach. Wie immer in Thailand, 500 Baht hat's gekostet.
Es ist inzwischen kurz vor 5. Meine Gastgeberin joggt in Schlappen um die ganze Anlage und da habe ich mir gedacht, dann könnte ich es auch mal wagen, dann kann es ja nicht mehr ganz so heiß sein. Ja, und so ist es auch, es ist ganz erträglich und jetzt will ich mal sehen, was hier im Ort so los ist. Ich müsste auch noch was essen. Es gibt nicht nur Hähne auf meinem Grundstück, sondern auch ein Stückchen weiter entfernt davon. Und natürlich bin ich erstmal auf der rechten Seite gefahren und hätte beinahe schon einen Zusammenstoß gehabt. In der Verkabelung merkt man dann, dass man wieder in Thailand ist. Ich bin auf der Suche nach einem Tempel und ich habe ihn tatsächlich gefunden. Das ist der Wat Kok Saphan Phao. Und daran, dass er Wat heißt, also Tempel, sieht man, dass wir hier im Grenzgebiet zu Kambodscha sind und hier auch noch Khmer wohnen. Sehr prächtig und sehr große Elefanten. Sehr interessante Details, alles vergoldet. Ich kann leider nicht reingehen, der Tempel ist geschlossen. Besonders imposant ist dieser Reiter. Ja, das ist sehr schön, dass ich mich noch aufgerafft habe und hier hingefahren bin. Ja, leider hat es sich jetzt zugezogen und es kommt so ein komischer Wind auf, als wollte es noch regnen. Aber ich kann das Wetter hier auch sehr schlecht einschätzen. Jetzt habe ich noch diesen tollen Park mit angeschlossener Sportanlage gefunden. Die Leute gehen hier joggen, machen andere Sportarten, essen noch was. Richtig schön. Jetzt habe ich hier noch was gegessen. Das war ein sehr schöner Abschluss des Tages. Und jetzt bin ich von Phuket vom Süden Thailands bis in den Norden gefahren. Einmal quer durch den Norden von Laos, dann durch Vietnam vom Norden bis in den Süden und dann einmal quer durch Kambodscha. Und jetzt bin ich hier wieder in Thailand angekommen. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt der abenteuerliche Teil der Reise zu Ende gegangen ist. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf das, was kommt. Ich bleibe ja jetzt fast noch 30 Tage hier im Land und fahre jetzt nach Süden und dann an der Küste entlang und werde mir einen Ort suchen, an dem ich mich mal von den Strapazen der letzten Wochen und Monate erholen kann. Und wenn du wissen willst, was ich dabei dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!